Meine Damen und Herren, bei unseren beiden nächsten Gästen muss ich mich zunächst einmal entschuldigen. Sie hatten nämlich vor der Sendung einen Wunsch geäußert, den wir Ihnen nicht erfüllt haben aus technischen Gründen. Sie wollten nämlich auf besonderen Wunsch von Jürgen Todenhöfer nicht direkt nebeneinander sitzen. Warum nicht? Damit ich ihn nicht immer kneife und so mache. Sache auf. Oder tritt. Aber warum machen Sie das? Warum treten und kneifen Sie ihn? Nee, wir arbeiten zusammen. Und ich bin so wie sein Sparringspartner. Das heißt, wenn er irgendwas sagt, was Sie nervt, dann treten Sie unterm Tisch? Kenne ich auch aus... Nein, das sind Scherze. Aber ich spüre seine Körpersprache. Und fühlen sich verunsichert dadurch? Nein, nein. Ich wollte nur, dass er völlig frei sprechen kann. Weil er sich sonst einschüchtern lassen kann? Auch nicht. Nee, ist auch nicht. Na, also vorhin waren Sie noch ganz ernst. Ja, ich nicht. Okay. Also Sie haben unfair zu ahnen ein unglaublich risikoreiches Unterfangen zusammen hinter sich gebracht. Sie sind in den gefährlichsten Landstrich der Welt gegangen, nämlich in den sogenannten Islamischen Staat. Und wie, also eine Frage, die, glaube ich, jeder, der hier Kinder hat, sich stellt, ist, wie kann ich in den sogenannten Islamischen Staat, in dieses Kalifat, meinen eigenen Sohn mitnehmen, wo das so gefährlich ist, wo es Journalisten gibt, die als Geiseln genommen worden sind, enthauptet worden sind. Warum den eigenen Sohn mitnehmen? Ich? Naja, ich meine, er hat ja noch keinen. Ja, aber er ist ja nicht so ein kleiner Junge, wie ein Teil der Medien gemacht hat, sondern ist 32. Ich war auch völlig dagegen, dass er mitgeht. Die ganze Familie hat mich gebeten, auf ihn einzuwirken, dass er nicht mitkommt. Die Frauen auch in der Familie, ne? Ja. Mhm. Und ich habe ihm gesagt, ich bitte, als wir weggefahren sind, ich bitte dich nochmal hier zu bleiben. Und er hat viele Argumente gebracht, aber eins war sehr stark. Er hat gesagt, ich habe dir durch Herstellung von Internetkontakten, ich hatte ja 6 Monate mit denen vorher geskypt, habe ich dir geholfen, diese Kontakte herzustellen. Hat er gesagt, Friederik. Hat Friederik gesagt. Und wenn dir jetzt was passiert, wenn du getötet wirst, muss ich ein ganzes Leben damit leben, dass ich mitgewirkt habe an deinem Tod. Und das kannst du mir nicht zumuten. Ich werde mitgehen. Und ich habe ihn dann nochmal gebeten, da zu bleiben. Er hat gesagt, ich werde mitgehen. Und ich habe gesagt, dann werde ich so weggehen, dass du es nicht merkst. Und er hat gesagt, das kannst du nicht tun. Das kannst du mir nicht antun. Und irgendwo ist ein wahrer Kern. Entdeckt sich seine Version mit Ihrer? Ich begleite ihn ja seit 4 Jahren jetzt auf Reisen. Und seit dem ersten Mal ist es eigentlich, also die Ursprungsmotivation war, ich saß in München zu Hause, mache morgens Computer an, sehe als erste Schlagzeile, sehe ein Bild von meinem Vater, eine Explosion daneben und das deutsche Auto angegriffen wurde. Das war bei einer anderen Reise, ja. Genau. Und seit diesem Zeitpunkt hatte ich mir eigentlich damals gesagt, geh da lieber mal mit. Und wir haben damals schon angefangen, miteinander zu arbeiten und uns gegenseitig Artikel und so abzusprechen. In meinem Buch steht noch eine andere Version, also ergänzend zu dem, was Jürgen Todenhöfer gerade gesagt hat, nämlich, dass an einer gewissen Stelle Sie angefangen haben, ihn zu erpressen. Ja, nein, das heißt erpressen. Wie er gesagt hat, ich habe die Reise mit ihm vorbereitet. Ich habe ihm wirklich geholfen, das aufzubauen. Und dann kam der Punkt, wo es hieß, okay, da ist jetzt wirklich ein Angebot, dass wir da hingehen. Und ich kenne meinen Vater. Ich weiß, mein Vater, wenn er über was sprechen will, wenn er Leute über etwas aufklären will, dann schaut er sich die Sachen an und er will mit den Leuten dann auch reden. Sprich, wenn mein Vater über Afghanistan redet, geht er nach Afghanistan. Das gleiche im Irak, das gleiche in Syrien, überall. Libyen. Und ich wusste, er wird es machen. Und ich wusste, es wird auch ganz egal sein, was die Gefahr ist, er wird hingehen. Mhm. Und für mich war es einfach, und also es gab kein Szenario, wo ich nicht mitgehen würde. Und da habe ich mir gedacht, das machen wir. Wir haben die letzten Reisen auch erfolgreich zusammen gemacht. Mhm. Ich kann ihm helfen während der Reisen. Und deswegen gab es eigentlich... Es gab 2 Vorsichtsmaßnahmen, die Sie getroffen haben, oder 3. Sie haben relativ viele Menschen informiert über diese Reisen, auch in der muslimischen Welt. Es gab Regierungen, die informiert wurden. Genau. Das Zweite war, ich versuche es ein bisschen zu straffen, weil wir so viele spannende Sachen haben. Das Zweite war, dass Sie so eine Art Sicherheitserklärung gefordert haben von einem Gesprächspartner der IS. Man sieht ihn, wir haben es gerade da eingeblendet. Das hat wer für Sie unterschrieben? Das ist das Kabinett des sogenannten Kalifen des Islamischen Staates, das diese Garantie ausgestellt hat und bei Gott versprochen hat, dass ich lebend zurückkehren würde und Hab und Gut wieder zurückbringen würde. Und die haben das eingehalten.
mit dem Habe und Gut nicht ganz, da fehlte am Schluss ein Schuh. Stimmt. Bestimmt. Als ich nach Hause gehen wollte, fehlte also ein Schuh. Das war ein kleiner Streich, der mir gespielt wurde. Aber sonst haben wir eine super Bilanz sozusagen. Die Zusage haben Sie was getan? Ja, ein Schuh weggenommen, Schuh muss man schon sagen. Glück gehabt, oder? Das kann man wohl sagen, ja. Mhm. Aber nicht nur Glück. Ich habe rational überlegt, die haben mich als Islamischer Staat eingeladen. Die wollen als Staat gesehen werden. Und die haben die Garantie als Staat abgegeben. Sie haben das vorher veröffentlicht. Und ich wusste, die würden sich selber schaden, wenn sie diese Zusage nicht eingehalten hätten. Aber Sie haben eine dritte Vorsichtsmaßnahme getroffen, die hat mich besonders beeindruckt und auch berührt. Nämlich, Sie haben ein Medikament mit eingepackt, das in hoher Dosierung tödlich wirken kann. Für welchen Fall haben Sie das mitgenommen und wussten Sie davon, Friederik? Ja, also wir haben vor der Reise, hat er mich angerufen gehabt, dann war ich bei ihm, dann hat er mir gesagt gehabt, dass er noch eine extra Vorbereitung getroffen hatte. Was aber für Leute, die sich in solche Situationen begeben, nichts Außergewöhnliches ist. Also jemand, der, viele Einzelkämpfer vorbereiten sich auch, dass du halt ein Mittel hast, damit du am Ende des Tages nicht sozusagen in den Händen deiner Feinde... Also es ist kein Gift, wenn ich das richtig verstanden habe? Nein. Das ist nur was, wenn man es macht, so wie wir es wussten, dann passiert jedenfalls was. Und wir wollten unter keinen Umständen, obwohl wir alles sichergestellt hatten, dass vielleicht, wenn 1% Wahrscheinlichkeit besteht und jemand auf einmal sagt, nee, jetzt seid ihr entführt. Im Buch verraten Sie nicht, um welches Medikament es sich handelt, warum nicht? Weil ich das nicht sage, weil das ein relativ gängiges Medikament ist. Und ein was? Ein gängiges Medikament. Ich möchte keine Selbstmordwelle. Ist es rezeptfrei zu bekommen? Ich gebe dazu gar keinen Kommentar. Es ist tödlich und es hätte eine Situation geben können, die ja all diesen Journalisten widerfahren sind, dass sie wochenlang gefangen sind und mit Folter rechnen müssen und dann einer demütigenden Hinrichtung. Und ich habe mir gesagt, ich bin ja davon ausgegangen, dass ich zurückkomme. Aber ich habe mir gesagt, wenn dieser Fall eintritt, dass die Sicherheitszusage nicht eingehalten wird, dann möchte ich das Drehbuch des Todes nicht vom IS schreiben lassen. 10 Tage lang haben Sie sich auf dem Territorium bewegt. Sehr, sehr beeindruckend ist, obwohl man es immer wieder mal gelesen hat, aber Sie haben ja mit den Zeugen geredet, ist, dass offenbar ein paar hundert IS-Kämpfer in der Lage sind, 25.000 irakische Soldaten, ausgebildete Soldaten in die Flucht zu schlagen. Wie erklären Sie sich das? Ist das so? Eine Horde, eine Armee in die Flucht schlägt, zum Beispiel in Mosul. Das funktioniert über Psychological Warfare, also die machen den Leuten so viel Angst. Und die haben es geschafft, durch ihre Propaganda den Leuten wirklich so viel Angst einzuflößen, dass wenn die Leute nur von der Ferne hören, da kommt der IS oder sie sehen eine schwarze Flagge, dann laufen die weg, weil die Soldaten wissen, dass ihnen höchstwahrscheinlich das blühen wird, was sie in den Videos gesehen haben. Mhm. Und die haben durch Angst im Endeffekt, das ist ihre stärkste Waffe, die Angst der anderen. Mhm. Was war für Sie die größte Überraschung, die Sie da erlebt haben? Ich meine, das Banale mal außen vor gelassen, dass Sie offenbar sehr gut mit Essen versorgt waren. Die größte Überraschung war, dass es wirklich so ist. Also was ich auch, ich war mit meinem Vater im Irak, ich war mit ihm in Syrien, ich habe in Afghanistan ein halbes Jahr gelebt, wir waren in Gaza viel. Das sind alles Szenarien, die auch realistisch sind. Aber der IS, der kam, da war irgendwie immer was komisch. Und ich habe mir nicht vorstellen können, dass eine Gruppe wirklich, eine Terrorgruppe es schaffen würde, einen Staat zu kreieren. Dass sie ein Staatsgebiet kontrollieren, dass sie Polizei, dass sie Müllabfuhr, dass sie Ärzte, dass sie Krankenhäuser, dass sie ein Sozialsystem, dass sie ein Ärztesystem aufbauen. Und das, also der IS ist Realität. Wie stark schätzen Sie die Kämpfer, die Anzahl der Kämpfer denn ein? Also wie viele Menschen sind das? Es gibt CIA-Schätzungen, die könnte ich jetzt nennen. Was war Ihr Eindruck? Wie viele sind es? Ja, das geht nicht nach Eindrücken. Es gibt auch keine Statistik und die sind nicht irgendwo gelistet. Mindestens 60.000. So viele? Die CIA sagt 30.000, ja, 35.000? Die CIA hat, Entschuldigung, keine Ahnung. Und das ist ja auch ein Problem unserer Politik. Wir haben jetzt eine Syrien-Strategie, eine sogenannte Syrien-Strategie. Wir helfen mit beim Bombardieren von Syrien. Aber westliche Politiker waren in den letzten 4,5 Jahren nicht mehr in Syrien. Und das ist einfach ein Mangel. Man sollte den Feind kennen, wenn man ihn besiegen will. Und der CIA ist völlig falsch unterrichtet. Und ich glaube auch, dass die Strategie, die man jetzt hat, diese Leute zu bombardieren, völlig falsch ist. Weil die Bomben treffen zu 90% Zivilisten. Und die Angehörigen dieser Zivilisten sind dann potenzielle Terroristen. Die rächen sich, das Bombardieren ist ein Terrorzuchtprogramm.
Ich habe zum Beispiel auch jetzt immer noch direkten Kontakt nach Raqqa, das ja massiv auch von Präsident Hollande bombardiert wird. Und der hat es in der ersten Woche geschafft, eine Ziegelfabrik in Raqqa zu bombardieren. 30 tote Arbeiter. Dann hat er ein Krankenhaus getroffen. Die Bilder der getöteten Kinder gehen durch die ganze arabische Welt und sind ein riesen Propaganda-Instrument für den IS. Frage ich Sie gleich nach, wie man sie denn sonst bekämpfen soll, wenn man sie nicht bombardieren darf, weil das neue Terroristen heranzieht. Aber was eindrucksvoll ist, es gibt deutsche Kämpfer, auch nicht in geringer Anzahl. Offizielle Schätzung, vielleicht werden Sie widersprechen, 800. Zwei von denen haben Sie kennengelernt, einer aus Solingen. Ja, mehr kennengelernt. Naja, aber das, waren die zwei Hauptleute. Ja. Ich muss, weil der Name ist für mich wirklich... Abu Qatada. Der andere war Abu Lot. Und Abu Qatada, den haben Sie auch interviewt. Ja. Und da haben wir einen, Sie waren der Kameramann, Jürgen Todenhöfer ist der Reporter. Und diesen Ausschnitt schauen wir uns mal an. Sehr nettes Gespräch, kann ich nur ankündigen. Weizender, friedfertiger Mensch da aus Solingen. Jürgen und Friedrich Todenhöfer, diese Leute wollen uns töten, uns verfolgen. Sie wollen die Welt erobern, ja? Sie haben gerade gesagt, man darf sie nicht bombardieren. Was sollen wir denn sonst machen? Ja, sie müssen, also die drei wichtigsten Punkte sind, dass man die Waffenlieferungen aus Saudi-Arabien an extremistische und terroristische Gruppen in Syrien stoppt. Weil diese Waffen und die Munition am Ende immer wieder beim IS landet. Der zweite Punkt ist, die Türkei muss ihre Grenze zum Islamischen Staat viel stärker mit unserer Hilfe sichern. Wir sind über die Grenze der Türkei in den Islamischen Staat und jetzt kommen immer noch Kämpfer auf diesem Weg in den Islamischen Staat. Und das dritte ist, der Islamische Staat, der IS, wie er sich nennt, lebt von den Konflikten im Irak und lebt von den Konflikten in Syrien. Und wir müssen alle Kräfte, diplomatischen Kräfte, darauf verwenden, dass es eine nationale Aussöhnung im Irak gibt, wo die Sunniten massiv unterdrückt werden, das ist ein Drittel der Bevölkerung, und dass es eine Aussöhnung in Syrien gibt. Denn gegen ein versöhntes Syrien und gegen einen versöhnten Irak hätten diese Terroristen keine Chance. Sie wären wie ein Fisch, dem man das Wasser... Sind Sie auch dafür, dass man mit denen verhandelt, mit den IS-Kämpfern? Nein, mit den IS-Kämpfern nicht. Sondern sie müssen mit den irakischen Sunniten verhandeln und schauen, dass sie ins nationale Leben integriert werden. Selbst mit den früheren Anhängern von Saddam Hussein. Das ist Politik, das bleibt einem nichts anderes übrig. Und wir werden am Ende auch mit Assad verhandeln müssen, um dort eine massive Koalition gegen den IS zustande zu bringen. Es gibt keine andere Alternative. Die Deutschen helfen ja indirekt mit jetzt im Kampf gegen den IS. Wenn Sie jetzt Jürgen Todenhöfer hören, würden Sie sagen, der ist weltfremd oder hat er recht? Beides. Beides. Ich habe Respekt vor Jürgen Todenhöfer, vor der ganzen Causa Todenhöfer, in dem Sinne, dass ich gut finde, mit friedlichen, säkularen Muslimen in Europa schon zu halten und sie nicht unter Generalverdacht zu stellen. Das ist eine Sache, vor der ich großen Respekt habe. Ich habe Respekt davor, dass sie auf das Leid von zivilen Kriegsopfern hinweisen und glaube gleichzeitig, ich saß in meinem allerersten Journalismusseminar im ersten Semester, wo wir eine Liste bekommen haben, woran erkennt man Weltverschwörungstheoretiker und was ist eine seriöse Quelle und was nicht und was sind reißerische Titel und reißerische Bilder und wo wird die Hälfte der Wahrheit ausgeblendet und Kritiker gar nicht zu Wort gelassen. Und das ist ehrlich gesagt etwas, was ich ganz oft bei Ihnen finde. Ich finde, dass super viele Konflikte miteinander vermischt werden, dass sie zum Beispiel in der Türkei-Frage auf das Leid der Kurden oft nicht hingewiesen wird, dass im Gaza-Konflikt die besondere Stellung Israels oft nicht ernannt wird, dass der islamistische Terror sich ja nicht nur gegen den Westen richtet, sondern auch gegen Andersgläubige, gerade auch gegen Juden und den Staat Israel, und dass sie darauf oft nicht hinweisen. Das ist das Erste, womit ich ein großes Problem habe. Das Zweite ist, dass ich finde, ein radikaler Pazifismus hört sich im ersten Moment sehr gut an. Ich bin auch der Fan davon, dass man in erster Linie Friedensdiplomatie sich anguckt und auf allen möglichen Ebenen humanitäre, entwicklungspolitische Hilfe, rechtsstaatliche, dass man auf allen möglichen Mitteln, über alle möglichen Ebenen versucht, einen Fortschritt zu erzielen. Sie dürfen mit über, also es wäre schön, wenn die noch die Gelegenheit hätten zu antworten, weil das ist wahnsinnig interessant, aber sehr lang. Und wenn Jürgen Thürmöfer einmal Luft holt, dann ist praktisch die Sendezeit vorbei. Aber Sie sollen bitte mit dem Friedrich antworten. Ja, was ich da eigentlich wichtig finde, ist, es wird oft so dargestellt, als würde mein Vater einfach sagen, Krieg ist scheiße,
und ihr wollt Krieg. Das ist aber nicht der Punkt. Mein Vater sagt, ihr müsst, wenn ihr die Probleme lösen wollt, an die Ursachen rangehen. Und denn im Islamischen Staat ist genauso blind zu bombardieren, wie wir in Afghanistan, Irak, Libyen und in Syrien das organisiert haben. Das hat in 14 Jahren aus unter 1000 Terroristen über 100.000 Terroristen geschaffen. Das ist ein Terrorzuchtprogramm. Und wir haben dadurch keine der Ursachen unserer Probleme haben wir bekämpft, sondern wir bekämpfen die Probleme mit den Ursachen. Das heißt, wir bekämpfen ein Problem mit Krieg, mit weiteren Bomben. Und in Syrien, solange du in Syrien keine Aussöhnung hinbekommst zwischen Leuten, solange wird es den Islamischen Staat auch geben, weiter Terrorismus. Solange du in Israel nicht an das Problem rangehst und erklärst, warum haben Leute in Gaza ein Problem, warum haben Leute in Israel ein Problem, solange wird es auch weitergehen. Nur die Lösung, dass man das einfach kriegerisch löst, das ist das Dümmste überhaupt. Und ich würde dir empfehlen, in diese Duzt Länder... Duzt ihr euch als Parteifreunde? Nee, aber ich duze sie jetzt mal. Aber ich kann auch gerne Sie sagen. Nein, ich wollte nur, weil wir neugierig sind. Nein, so parteibefreundet sind wir nicht. Ich würde Ihnen empfehlen, in diese Länder mal hinzugehen. Und wenn man diese Politik, die der Westen im Kampf gegen den Terror jetzt militärisch durchgeführt hat, und die verteidigen sie ja, indem sie meine Strategie letztlich kritisieren. Wenn man diese Politik für richtig hält, die hat uns ins Chaos gebracht. Der Krieg von George W. Bush ist so schlimm, 6 Monate nach diesem Krieg ist der IS gegründet worden. George W. Bush ist der Vater des IS. Der IS ist sein Baby. Es gibt Leute, die sagen, es ist nicht nur sein Baby, sondern auch die Mutter ist Saudi-Arabien. Und wenn man nach 14 Jahren völlig gescheiterter Antiterrorpolitik, Irak, Afghanistan, Libyen und, noch eine Spur von Sympathie für diese Kriegspolitik hat, dann frage ich mich, dann ist die CDU nicht mehr meine Partei. Und wenn Sie diese Positionen vertreten, werden Sie auch in der Bevölkerung riesige Schwierigkeiten haben. Okay, wir reden gleich nochmal über die CDU. Frau Kinnert ist noch da. Ich bleibe auch noch hier. 2 Sachen würde ich gerne noch von Ihnen erfahren. Das eine ist, ist Ihr Papa für Sie ein Held, ein Vorbild? In vielerlei Hinsicht. Also wir haben uns früher nicht sehr gut verstanden. Nicht? Nee, nicht sehr gut. Als ich zur Schule ging. Aber ich habe ein außenpolitisches Interesse entwickelt. Ich habe ein halbes Jahr in Afghanistan gelebt und dann in Amerika 7 Jahre. Okay. Und in dieser Zeit habe ich ihn sehr kennengelernt und schätzen gelernt. Und ich sehe einfach, wie wichtig seine Arbeit ist. Wir können in Syrien, wir haben 10, 20 Leute, denen wir individuell helfen können. Mein Vater hat den Kontakt zwischen den Iranern und der amerikanischen Regierung hergestellt, nach 30 Jahren Funkstelle. Dieser Nukleardeal, den wir kennen, hat mein Vater das Angebot rübergebracht. Das heißt, ich sehe, wie er im Großen und im Kleinen helfen kann. Und vor allem, wie er sich von Kritikern nicht angreifen lässt. Also er wird ja angegriffen, aber man muss einfach weitermachen. Und daran nehme ich mir auf jeden Fall. Fühlen Sie sich manchmal unterschätzt, Herr Todenhöfer? Also ganz offen zu sagen, es ist mir wurscht. Es ist mir völlig wurscht, was meine Kritiker sagen. Weil ich heute, nachdem 15 Jahre lang, auch von Ihrer Zeitung, nicht von Ihnen. Ich habe gewartet, bis das kommt. Aber auch von Ihrer Zeitung. Daran merke ich, dass es Ihnen nichts ausmacht, wenn Sie kritisiert werden. Nein, ich weiß nur, dass ich mich nach manchen Journalisten in der Zeit, manchen Journalisten in der FAZ, ich könnte hier die Namen nennen, und manchen Journalisten in der Süddeutschen Zeitung nicht richten darf. Weil sie immer falsch gelegen haben und weil sie unsere Welt in einer Form in eine Krise geschickt haben, die lebensgefährlich ist. Wir haben jetzt die schwierigste außenpolitische Situation, die wir seit Jahrzehnten gehabt haben. Und das ist durch Politiker entstanden, wie Bush, die geglaubt haben, militärisch könne man die Probleme lösen. Und ich sage, ich werde bis zum letzten Tag, ich hoffe, ich lebe noch lange, mich für friedliche Lösungen einsetzen und ich werde mich gegen den Terror einsetzen. Und ich werde sagen, immer, dass Verhandlungen besser sind als Kriege. Große letzte Frage. Hatte Ihr Vater diese missionarische Energie immer schon? Oder ist das etwas, was mit den Jahren zunimmt? Das weiß ich nicht. Also ich weiß noch, das erste große Erlebnis als Kind, an das ich mich erinnern kann politisch, ist, dass er hatte Afghanen 25 Millionen deutsche Mark, glaube ich, gesammelt. In Deutschland im Bundestag, damals den Flüchtlingen. 20, als die Sowjets bei denen waren. Aber nochmal zu den Kritikern. In Afghanistan, mein Vater vorhergesagt hat, ist eingetroffen. Im Irak ist es eingetroffen. In Libyen ist es eingetroffen. Jetzt gebe ich so viel zu dem Punkt. Okay, ich danke Ihnen sehr und wollte nur noch fragen, ob es so sehr schlimm war, dass Sie nebeneinander saßen.
Das ist immer, das ist mein Lieblingspartner hier. Also, es ist super. Danke.